So. Wir müssen jetzt einfach durchlaufen. So, ich hoffe mal, die kommen nicht hinterher. So, schaut gut aus. Wo... Achso, da ist gar kein dritter Ork mehr. Dann laufen wir einfach mal ans Ende. So, Blutegel auf Ork. Was für eine garstige Aktion. So, Shift 1, funktioniert. Na doch. So, gespeichert. Mann. Und das alles für was jetzt genau? Und wo genau? Untere Bücherei. Das wäre hier. Und jetzt sind die schon im unten rechts auf dem Bildschirm gerade. Das war recht. Ja. So. Ja, genau. Einmal wieder runter. Wieder runter. Wieder runter. Rüber und hopp. So, jetzt gibt mir was Gutes. Blutegel gelegt. Ja, yeah. Ich habe sein Bündel mit ihm eingedeckt. Wenn er aufwacht, erlebt er eine große Überraschung. Ich dankbar, ich gebe Geschenk. Rolle der Midas-Transmutation. Verwandelt das Opfer in Münzen. Je mehr Lebenspunkte die Kreatur hat, umso mehr Münzen erscheinen. Wow. Das ist ja cool. Okay. War es ja fast wert, dass wir da 20 Tränke für geopfert haben und Haustiere und was auch immer. Aber ja, jetzt können wir wieder so machen. Und können die Quest abgeben. Magie schreiben. Den kriegen wir einen Schlafzauber, den wir eigentlich schon vor 4 Folgen hätten haben sollen bei diesen komischen 3 Helmen. Ja, hier bin ich richtig. Schwupp, schwupp, schwupp. Ah, die Ritter wieder. Ich mag euch nicht, ich mag euch nicht. Au. So. Und die ewige Türenlauferei. Das war hier hoch, rechts rum. Genau. Nochmal hoch, Fragezeichen. Ja, oh, einfach weiterlaufen. Nicht hier lang, sondern darum. Die rum, darum, Döffelstiel. So, genau. Gib mir deinen Saft. Lass die magischen Worte geschrieben sein, die Verse geschmiedet, auf dass dir das Buch Wissen gewährt. Lass die Weisheit deine Seele inspirieren und lasse deinen Geist offen sein für Zauber und Geheimnisse, die sorgsam in Büchern und Texten gehütet wurden. Mentalmagie freigeschaltet. Foliante Schlafes. Zack, Zauberbuch kopieren. So. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch eins, richtig? Das war der Endboss. Wo war der Endboss? Hier nicht. Drüben bei diesem komischen Aussichtsturm auch nicht. Da braucht man einen anderen Schlüssel. Du führst links, führt nach draußen. Du führst dahin, wo man reinkommt, wenn man in das obere Tor geht. Jo, dich ignorieren wir mal. Oh, da ist die Boss-Tür, das könnte sein. Oh, und unsere Top-Pflanze ist fast tot. Komm, saug mal irgendwo irgendwas ab. Geronimo! So, genau, hier war der Bosskampf gleich. Das heißt, wir benutzen jetzt mal den Schlafzauber und gucken, wie gut das so klappt. 4. Geht nicht. Wie geht nicht? Der hat doch gesagt, man soll einfach auf dem Bildschirm irgendwo 4, also den Zauber sprechen, und dann wird alles in der Nähe eingeschläfert nach und nach. Ah, so geht das.
Praktisch. Okay. Kommt zwar trotzdem nicht an sie ran, aber nee. 8. Und Eispfeil war 6. Hops. So, und du. Ja, ist definitiv praktisch. Flup, 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 flup. Magische Essenz mal 30. So, jetzt kommt der Boss. Und ich habe ihn gerade ganz kurz gesehen für eine Sekunde. Nicht mal Sekunde. Okay, was wollten wir machen? Wir wollten ausprobieren, ob Arkanenschutz was bringt. Das sollten wir mal alles strategisch irgendwie hier deponieren. Wir wollten gucken, ob... Bogenmeisterschaft klingt auch sehr gut. Ja. Wir wollten Hitzeaura ausprobieren. Und Eisengolem ausprobieren. Und Arkanimmunität ausprobieren. So, welchen Gegner benutzen wir gegen das Auge am besten? Ich denke mal Drache. So, der kann jetzt ein bisschen aufladen. Was noch? Also primär werden wir den Bogen brauchen, glaube ich. Außer, dass wir den sein, das verstehe ich halt immer noch nicht. Dass wir den hier rauf müssen und dann versuchen, ihn zu treffen. Aber das hat kein Mal geklappt bisher. Achso. Ja, keine Tipps, ist schon okay. Ja, hilft nichts. Also gut, wir schmeißen mal Bogenmeisterschaft an. So. Ok, ok, ok. So. Gib mir einen Tab. Gib mir einen Tab. Gib mir einen Tab. Gib mir einen Tab. Piu. Scheiße. Das war eine sehr doofe Idee. So, stopp. Arkanenschutzdingens. Nicht Eisengolem. Da, benutzen. Klappt nicht. So, hat eine Reichweite vielleicht? Nö. Okay, da werden wir nicht rankommen. Nein. Drache ist übrigens tot. Okay. Haha, 260 Schaden. Sehr beeindruckend. Nicht. Okay, Verwandlung wird nicht gehen. Lähmung, 9. Ich habe kein... Doch, ich habe ein Ziel. Ja, du mich auch. Piu, 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 piu. Frost. Mhm. Also auch nicht. Machen wir einfach kaputt. Ich will das mal probieren. Also sobald der Strahl kommt, muss man möglichst schnell... Warum macht er so wenig Schaden jetzt plötzlich? Also sobald der Strahl kommt, muss man möglichst nah an ihn ranrutschen. Dann hört er damit auf. Das Einzige, was wohl wirklich hilft, ist Nahkampfschaden. Und auch nur, wenn man an ihn rankommt, was man so gut wie nie tut. Eis wurde reflektiert. Sind wir jetzt überhaupt noch richtig? Stopp mal ganz kurz. Haben wir die Quest jetzt abgeschlossen? Die Aufgaben? Ja, haben wir. Okay. Bis jetzt muss man nur noch zurückfinden. Dum, 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 weg. Genau. Das. Warte mal. Genau. Leiter runter, dahin. Oder wir teleportieren uns einfach. Speichern ab, was wir eh sollten. Und laufen dann nochmal hin. Und zwar von dem oberen. Also Drache hat nicht besonders viel geholfen. Muss okay. Hier war falsch. Oder? Nee, hier war genau richtig. Hops. Und hops. Die sind ja richtig blöd. Oh, oh. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie richtig blöd sind. 8. Hallo.
kaputt. So. Ja, komm schon. Kaputt. Ja, ouch. Kaputt. So. Also, Drache hat nichts gebracht. Top-Pflanze wurde gerade getoo-hittet von den Leuten, von denen ich gesagt habe, dass sie dumm wären. Da geht's uns zurück, okay. Frosch wird garantiert nichts bringen, also probieren wir mal den Eisklops hier. Also, Arkan-Dingens hat nichts gebracht. Arkan-Schock wird auch nichts bringen, weil wir nicht an ihn rankommen. Außer ganz kurzfristig. Also Hitze-Aura und Arkan-Schock können wir mal zurechtlegen. Die Spruchrollen, die Spruchstäbe haben nichts gebracht. Bogen hat die Pfeile reflektiert. Ja, das könnte ein sehr interessanter Kampf werden. Geschwindigkeit. Weiß ich so jetzt nicht. Erstmal hätten wir gerne einen Stärketrank. Nein, Heiltrank. Ja, bla bla bla. So, jo. So, wo tauchst du jetzt auf? Ich gehe einfach mal auf eine Seite. Und er geht auf die andere. Okay, die kleine Kugel bringt auch nichts. So, Geronimo! Bringt nichts. Wenigstens bewegt er sich in der Phase hier nicht. So. Geronimo! Geronimo! Jetzt irgendwie nicht ganz so wie geplant. Jo, ein Treffer. Heilen. Kommen wir nicht so wirklich gut gegen an, ne? So, jetzt aber. Und zack. Haha, es klappt also doch, wenn man Tiere schlückert. Okay, da kannst du stehen bleiben. Ich weiß, es muss es nur 8 Mal oder so überstehen. Hey, was? Ah, du doofe kleine Eiskugel. Weg mit dir. So, Heilung. Heilung. Oh, das ist eine recht doofe Ecke. So, ich probiere kurz was aus. So. Ja, es klappt. Okay. Die Aura hat ihn berührt, okay. Also hat Vor- und Nachteile, die Aura. Vorteil, es wird halt schneller unterbrochen, der Zauber. Nachteil, ich treffe ihn dann eventuell nicht. Also im Schwert, was den eigentlichen Schaden verursacht. So, ich brauche mehr Heiltränke. Mehr Heiltränke. So, darüber. Aber ja, mit ein paar mehr Heiltränken und mit einer Top-Pflanze, die vielleicht überlebt, müsste das ganz gut machbar sein. Kommt es von der Seite aus. Ich brauche mehr Heiltränke. Und mal so einen Ogertrank vielleicht. So, stark. Und haut zu. Nein! Das ist doof, wenn er so weit oben ist. Da muss man direkt nach dem Loslassen draufhauen. Also jetzt. Jo. Haben wir noch irgendwas Heilartiges? Wir haben Geschwindigkeitstrank. Hui, wir sind schnell und das macht das Springen irgendwie schwieriger. Und kaputt. Jao. Nochmal ein Stärketrank hinterher. So. Hui. Mentales Wrack und Schweigen. Wenn es auch noch angezogen, kann das sein? So,
Ich habe keine Heilträge mehr. Hä? Warum machst du das jetzt gerade? Mentaler Einfluss. Oh, der kontrolliert uns gerade. Und wir kippen alle Heiltränke aus. Warum auch nicht? Ja. Das finde ich jetzt nicht so toll. Was soll man dagegen machen, wenn der mentalen Einfluss macht? Oh. Na gut, Top-Pflanze ist wieder da. Wir versuchen einfach mit der Top-Pflanze jetzt mal dahin zu kommen. Oder wir farmen vorher noch Zutaten für ein paar Regenerationstränke. Ich glaube, das macht wesentlich mehr Sinn. Aber ja, erstmal einen kleinen Cut. Und nicht abspeichern. So, und wir sehen uns gleich wieder.